Ein herzliches Willkommen hier zurück bei Emeraldtop Tomb Raider Rising. So, da sind wir wieder. Ich habe ein wenig die Sachen erkundet, gesäubert und so weiter und gesammelt. Sind jetzt sozusagen auf dem Weg eigentlich hier nach oben. Das Tor habe ich hier freigeräumt, was hier war. Ups, jetzt guck mal, das wieder weg. Und hatten sozusagen ich habe hier frei gemacht und dann kam ein Funkspruch, und zwar unser netter Freund, der uns oben im Berg hier irgendwo geholfen hat. Wir treffen ihn irgendwo weiter oben. Guck mal, den Baum brauche ich nicht mehr. Gut, ja, wir sollen ihn sozusagen weiter oben treffen, und bevor wir jetzt losrennen, dachte ich mir, ich mache mit euch das hier komplett alles. Wie gesagt, die letzten Folgen, ja, da entscheide ich eigentlich so aus dem Bauch raus, wie ich gerade, wie lange ich, ja, eine Aufnahme laufen lasse. Also, mal so, das ist unterschiedlich immer. Gerade wie ich Lust und Laune habe einfach. Und jetzt mache ich halt erstmal das noch hier ein bisschen. Eine Skulptur, aber diese sieht aus wie ein Spiel. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ja, Tetris. So was in der Art. Okay. Ja, wie gesagt, ich mache mit euch hier das, was mir hier gerade in den Sinn kommt, gefällt. Und ja, das heißt auch Sachen looten, suchen, wie auch immer. Eigentlich wollte ich das ja alles offline machen, komplett alles. Und ach, naja. Ja, ihr kennt mich ja. Ich mache das halt alles so mit, immer alles mit, wenn ich schon dabei bin. Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Ja. Okay. Gucken, gibt's da irgendwas so... Gerade nicht. Gut. Ja, wir suchen eigentlich nur noch das Neurotoxin, also diese Art Pflanzenschutzmittel, um gegen diese Art Hexe da antreten zu können. Das soll auch hier hinten irgendwo sein. Ich habe auch den Einheimischen ein wenig weitergeholfen, habe einige befreit, das noch, ja, so einiges getan. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Nee, wir sind soweit vollgepackt. Ja, ich setze halt sehr oft diesen Instinkt ein, um einfach nicht alles zu übersehen. So. Da oben wollen wir uns mit Jakob, glaube ich, treffen. Und da hinten ist das Pflanzenschutzmittel. Das holen wir zuerst. So. Ach, okay, nehmen wir auch mit. Aha. Hier brauche ich eigentlich nichts mehr machen, das macht die Lava von ganz alleine. Okay. Da ist irgendwas Pflanzenschutzmittel. Suchen kann man hier nichts. Optionen finden Sie den nahegelegenen Eingang. Okay. Ah, ja. Also hier hoch. Oh, hier hat doch irgendwas eine Leiter? Tatsächlich eine Leiter. Okay. Ah. So, dann machen wir erstmal hier auf.
Ja, da haben wir das schon mal, das Pflanzenschutzmittel, das ist doch gut. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie... Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeifahren, aber sie vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Ach Mist. So. Komm jetzt, bring das zu Ende. Na los, kommt noch mal raus. Mist, das wollte ich jetzt gerade mich nicht treffen lassen eigentlich. Okay, ist keiner mehr da. Nein, er war tot. So, gut, Hermin Stoff. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Ehrlich gesagt kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Genau. Im Moment haben wir hier noch zu tun. Also wir wollen uns ja eigentlich mit Jakob treffen. Na! Ach, gut. So. Jetzt noch die Kiste mitnehmen. So, jetzt heißt es wieder hier nach hinten. So. Das heißt erstmal hier hoch. So. Okay. Oh. Munition. Ich gehe nochmal zurück. Da kann sie gar nicht gegenspringen, sehe ich gerade. Wartet mal. Aha. Nein. Das war ungeplant. So. Na gut, ich habe gerade da gesehen, wie wir da rüberkommen. Achso, ich muss da rauf. Soll ich denn da jetzt raufkommen? Also vom Dach rutsche ich. Aha, von da ganz oben. Ihr habt nichts gesehen. Das ist, wenn ich halt irgendwie versucht habe, einen Weg hochzukommen. Okay. Nee. Käfig. Als wären sie Tiere. Ach so, ja. Die schlafen. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch.
Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Okay. Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Es wird gefährlicher, je höher wir kommen. Wind und Wetter haben wir. Hier also Weg ist auf jetzt durchgebrochen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen. Also, suchen wir diese Verzeichnisse und gehen zu den anderen. Alles klar, dann suchen wir mal. Irgendwas von den Flüchtigen? Vermutlich tot. Konstantin hat sie untergehen sehen, aber er ist nicht überzeugt. Halten wir einfach die Augen offen. Nee, das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber ich... Okay. Ach so, ich muss die aufheben, dann kann ich einen Molotow-Cocktail herstellen. Das ist damit gemeint. Okay, gut. Gut, 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 gut. Entweder drücken oder gedrückt halten. Es ist manchmal sehr schwierig. Ja, jetzt habe ich hier Hohlspitzgeschosse. Mhm. So. Ah, Holz habe ich voll. Das Gewehr zusammen? Freigeschaltet. Bogen. Okay, wir haben ein... Achso. Okay. Da gucken wir gleich mal nach. Erstmal ich den Rest auf. Pfeile sind voll, okay. Achso. Schloss gedrückt halten, natürlich, klar. So. Licht geht noch. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Erst von der Karte, das ist immer gut. Eine weitere Mine. Ja, dann. Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Was ist uralt? Achso, die Mine ist uralt. Ja, wenn man... Ich war gerade ein wenig leicht erschrocken. Also in der Brühe wollte ich jetzt ungern schwimmen.
Ja, das muss ich aber. Schwimmen wir erstmal da entlang. Oh. Das hat so geblinkt. Okay. Da oben ist nichts. Okay. Ah, verstehe. Ach Mist, die Flasche können wir nicht mitnehmen. Einstieg. Okay. Wir gehen erstmal nach unten. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Aber natürlich, das sehen wir uns auf jeden Fall an. Also, bei mir ist es wieder so extrem laut auf dem Ohr, wo ich extra alles runtergeschaltet habe von der Lautstärke her. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wow. Puh. Aber na gut. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Na, dann ist ja gut. Sonst sechs Minuten. Ach. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht geht. Ja, genau. Ich muss nämlich erst das Wasser abschalten. Okay. Ich muss wahrscheinlich erst hier oben entlang. Wow. Nur per Zufall, dass da was leuchtet. Gesehen. So. Okay. Whoa, 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 whoa. Ach so. Jetzt bin ich gerade ein wenig überfragt. Wie soll ich denn hier das Wasser abstellen? Hm.
Okay. Jetzt bin ich ein wenig überfragt. Okay, wir gehen nochmal ganz zurück. Ich dachte, dass man da irgendwie Wasserdings abschalten kann, aber auch nichts. Okay, dann klettern wir wieder hoch. Ist natürlich schade, dass wir den Weg nochmal machen müssen. Nee, anzünden kann ich das auch nicht. Okay. Okay, dann müssen wir gucken, ob das vielleicht ein anderer Weg ist, den wir brauchen. Weil wir müssen ja irgendwie das Wasser ja abschalten können. Ne, da geht's jetzt nur noch hoch. So. Da hast du noch Zeug, aber hier ist auch sonst nichts mehr, okay. Naja, vielleicht muss ich mal später hier nochmal hin. Dann halt mal später wieder reinkommen hier in die Höhle. Naja, was soll's? Was soll's? Ist halt so. Können wir gerade im Moment hier nicht rein. Das heißt, wir gehen mal hier weiter wieder. Ganz normal. Geschafft. Gut, Karte aktualisiert. Ja, noch ein paar andere Dokumente freigeschaltet. Ja. Okay. Da unten hat man auf jeden Fall noch Flaschen, das weiß ich. Da. Erstmal hier weiter. So, aufziehen. So. Noch, noch ein lernen. Sowjetisches Schild. Ah, fast voll. Pilze haben wir voll. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Da nach drüben müssen wir. Halt, 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 halt. Das macht nicht so einen. Aha.
da ist noch was offen. Da, da. Okay. So. Okay, den haben wir. Ach so. Ich dachte, darüber kann man irgendwas kaputt machen. Nee. Okay. Nein. Das war jetzt gerade ungeplant. Jetzt dürfen wir den ganzen Mist nochmal hochlaufen. So. Ich beeile mich. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Ja, was ist? Keine Ahnung. Na gut. Gerade per Zufall. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Tarzan ist weg. Okay. Da ist noch was. Ich glaube, das Holz haben wir voll. Ja. Wir haben auch kein Lager gehabt bisher. Ah, das nehmen wir auch noch mit. So. Das heißt jetzt da so hoch. Okay. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich melde der Vorhut, dass sie aufpassen soll. Bewegt sich irgendetwas? Negativ. Aber ich habe einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Over und out. Okay.
Ja. Nein, 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 nein. Das ist... Ich dachte, man soll auf diesen kleinen Balken auch noch raufspringen, aber... Hab hier den Checkpoint geknackt. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjetinfos. Wir müssen sind zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich melde der Vorhut, dass wir aufpassen sollen. Bewegt sich irgendetwas? Negativ. Aber ich habe einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Over und aus. So. Tschüss. Na gut, dann machen wir es halt so. So. Okay. Haben wir hier? MP-Komponent. Okay. Ups. Vorbeigeschossen. Okay. Halt, der ist ja bis hierhin geflogen, der Kerl. Tschüss. Das war jetzt alles nicht so gewollt, aber na gut, weg ist er. So. Okay, halt. Dich plündere ich auch noch aus. Die Federn, keine Ahnung, was ich alles damit machen soll noch. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Ach so. So, das ist... da müssten wir dann gleich hoch. Warte mal.
Nochmal Instinkt, danke. Okay. Mal gucken, was da unten noch drin ist. So geht's auch. Brauchen wir nicht hochklettern, ganz einfach. Oh, einmal Gift haben wir bekommen. So verwinkelt hier alles. Da habe ich keine Ahnung, wo ich eigentlich so mal lang soll am besten. Haben wir hier irgendeine Pulle? Ne, keine Pulle. Okay. Aber Audio. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt. Ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Okay. Wir haben da keine Pulle, kein Garnisch, nichts. Wenn wir Feuerpfeile hätten, das wäre doch mal was. Tarzan, yeah. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen da! Jacob! Mist! Einfach. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. So. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus Griechisch und Mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Doch, wunderbar. Was kann ich mit dem... Ach, den Generator kann ich bestimmt in die Luft jagen. Oh, Nase, Junge. Die Nase hat gerade ganz schön doll gejuckt. Ja, alles brennt, das war mir schon klar. Da ist sie! Gebt mir Unterdrückungsfeuer jetzt!
Akku. Munition? Nein. Jetzt läuft mir die Zeit davon. Sichtbestätigung. Töte sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Okay. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Wie man da? Zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Oh, was ist das Problem? Wir liegen hinter den Zeiten an. Shh. Die Kabel sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja. Hey! Jacob! Sophia! Sagt ihr, Trinity ist hier! Thank you.
Wow. Okay. Jacob. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann... Okay. Angriffe werden angegriffen! Durchsuch das Gebiet! Du bist tot! Wackelt sie ab! In Deckung! Ich muss die Schalltafel versuchen. Da muss ich hin. Abfall. Hier können wir was finden, das ist schön. Vielleicht kann ich die Seile durchschneiden. Ja, einen Moment. Erstmal alles überschieben. Den Aufzug werde ich nicht benutzen können. Ich könnte nützlich anders dahin kommen. Entschuldigung, das ging gerade alles so fix, fix, fix. Jetzt können wir also auch Sachen durchschneiden. Wir haben ein Messer. Den Aufzug werde ich nicht benutzen können. Ich muss anders da hochkommen. Ah, so. Den Aufzug werde ich nicht benutzen können. Ich muss anders da hochkommen. Ja, Lara. Den Aufzug werde ich nicht benutzen können. Ich muss anders da hochkommen. Und ein weiteres Buch. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Okay, ich hoffe, dass wir nochmal zurückkommen können ins Gebiet. Ja, weil da haben wir schließlich noch ein paar Sachen zu machen. Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Noch mehr Text. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ach so.
Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Okay, griechisch. Oh, haben wir hier ein Lager? Okay, Leute, das heißt, wir haben ein Lager, wir machen hier Feierabend, ja. Naja, mehr schlecht als recht. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Hm. Kubanbogen, Todesstamm. Ist alles ein bisschen... Hm. Zielgeschwindigkeit, Schusssequenz. Ja, nee, das lassen wir noch. Mit den Fähigkeiten tun wir später uns da zusammensetzen. Das heißt, wir machen erstmal hier Feierabend. Ja. Bevor wir weitergehen. Das heißt, ich habe dann wahrscheinlich die Möglichkeit. Ich muss mal gucken. Nicht verfügbar. Ich wusste es. Mist. Okay. Ja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall erstmal beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ich lasse mal Lara hier ein bisschen aufwärmen. Also, bis dahin erstmal. Ciao, ciao euch.